Hallo Freunde und willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute wir sind hier bei einem Nachbar von mir. In diesem Video werden wir den Wurst räuchern, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich zeige euch gleich, wo ich werde den räuchern. Und ja, es ist das erste Mal in meinem Leben, wenn ich etwas räuchere. Also räuche. Eigentlich, das hat immer mein Vater zu Hause gemacht. Ich habe ihm angeguckt, aber mal sehen, ob es klappt oder nicht. Ich weiß es nicht sicher. Und komm, ich zeige euch jetzt, wo ich den Wurst räuche und wie. Also, hier. Ich bin in den Hof von einem Nachbar von mir. Also ich wohne bei dem großen roten Balkon da, wo auch diesen Weihnachtsbaum ist. Ich mache einen Zoom. So. Und ja, das ist meine Ansicht von hinten, vom Balkon. Hier haben wir einen Vogelpark und hinten ist es ein bisschen Wald und dann rein. Das ist das Hof von meinem Nachbar. Ein sehr fleißiger Nachbar, hat alles, was du brauchst. Und ein sehr guter Freund. Er leiht mir immer alles, was ich brauche. Ja, und hier ist, werde ich den Wurst räuchern. Hier mache ich den Feuer. Ich benutze auch diese Briketts hier. Und hier drin haben wir, hier sieht es aus, sehr schön. Wir öffnen auch, wir machen hier, wir öffnen hier. Hier bitte. Die sind schon seit einer Stunde beim Rauch. Wir werden die ungefähr 2,5 Stunden erstes Mal räuchern und dann wir gucken, ob es ist genug oder nicht. Ich muss meinen Vater wieder anrufen. Wie gesagt, ich hoffe, dass es klappt, weil wenn nicht, ist es schade, dieses ganze Wurst wegzuschmeißen. Aber ja, du musst versuchen. Wenn es nicht klappt von erstes Mal, kannst du auch nächstes Mal machen. Also es ist keine Katastrophe. Nichts wurde erfunden von erstes Mal. Aber sieht schon gut aus. Gut, ich halte euch am Laufenden mit dem und ja, wir hören uns gleich. Ja, also Wurst ist fertig. Wir haben ihm insgesamt ungefähr 3,5–4 Stunden geräuchert. Und dann, wir haben ihm auch gelassen 2 Tage in den Räuchern hier drin, zum Luft zu nehmen, also zum Trocken anzufangen. Jetzt werde ich die wieder auf den Balkon bringen und von da zum Nachbarsteilen, zum Freunde. Und was übrig bleibt, werden wir für Weihnachten essen. Mal sehen, wie es aussieht. Ja, mal sehen. Jemand hat von da ein Maus. Ich war der Maus. Ich habe probiert. Ja, also sieht sehr gut aus. Die haben noch die Farbe geändert. Riecht auch unglaublich gut. Und wie gesagt, jetzt werde ich von hier wegnehmen und auf meinem Balkon hinstellen, dass die noch ein bisschen trocken und auch weiter schenken, was ich muss geben. Und was wird behalten, das wird für Weihnachten und Silvester gegessen. Ja. Also, für erstes Mal, dass ich alleine räuchern, weil Wurst habe ich mehrmals alleine gemacht, aber räuchern noch nicht. Ich bin sehr zufrieden mit dem, mit was ich jetzt mit das Endprodukt sozusagen. Ich werde die jetzt nach Hause, wie gesagt, bringen, noch 1–2 Tage lassen zum Trocken auf dem Balkon und dann werde ich die teilen zum Nachbar, Freunde, Bekannte und wir werden uns freuen, für Weihnachten und für Silvester hausgemachtes Paprikawurst zu Hause zu haben.
mit Räuchern war nicht so kompliziert, wie ich hatte zu, am Anfang Angst, weil wie gesagt, ich habe nie geräuchert bis jetzt alleine, aber es hat geklappt, ganz einfach. Ich musste ein bisschen gucken mit dem Feuer, bis ich hingekriegt habe, wie das muss alles gemacht werden, aber am Ende es hat geklappt. Und ja, das war's für meine geräucherte Wurst. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Weihnachten, schöne Feiern, bleibt gesund und auf euch aufpassen, auch mit diesem Covid, was jetzt hier ist. Wir hoffen, dass nächstes Jahr wir werden ein besseres Jahr haben und ohne Pandemie und ohne Lockdown. Aber ja, so ist jetzt im Leben und wir müssen uns schützen, wir müssen uns andere helfen und bleibt gesund und wir sehen uns nächstes Mal beim ein anderes Video auf meinem YouTube-Channel. Tschüss, Freunde!